In der Tasche hier vor mir befindet sich ein 6mm Videoskop mit umschaltbarer Sonde und das schauen wir uns jetzt an. Zum Lieferumfang gehören ganz klar das Grundgerät. Dann die Sonde in 6mm mit umschaltbarer Kamera. Das heißt, ich habe einmal die Kamera zur Seite raus und einmal nach vorne. Umgeschaltet wird die Kamera hier an der Seite über einen Schieberegler und ich habe hier zusätzlich noch ein Drehrädchen, um die LEDs zu dimmen. Dann hier drüben auf der Seite sind dann noch eine Micro-SD-Karte zum Speichern von Fotos und Videos und eine Box mit einem Magnetaufsatz. Des Weiteren ist natürlich hier unten drin auch noch das Ladekabel, da das Gerät einen eingebauten Akku hat, den man sehr komfortabel über USB laden kann. Das Gerät ist jetzt zusammengebaut. Ich habe die SD-Karte hier an der Seite eingesetzt, um die Videos und Fotos aufnehmen zu können bzw. zu speichern. Und jetzt schauen wir uns das alles mal im Detail an. Ich habe einmal die Frontkamera, die jetzt eingeschaltet ist, mit 6 LEDs, die auch dimmbar sind. Ich habe dann die Möglichkeit, die Kamera umzuschalten auf die Seitenkamera. Da habe ich dann 2 LEDs, die Kamera befindet sich hier in der Mitte. Und ich habe noch ein paar Einstellmöglichkeiten am Gerät selbst. Ich habe einmal, dass ich das Bild drehen kann um 180 Grad. Zum Beispiel, wenn jetzt ich Schrift lesen möchte, dass die nicht mehr auf dem Kopf steht, kann ich die darüber drehen. Und ich habe eine Zoom-Funktion, um mir das Objekt etwas dichter zu holen. Ich kann Fotos und Videos aufzeichnen und sollte ich eine optionale Kamera verwenden, die keine eigene Dimm-Steuerung für die Kamera selbst hat, kann ich das halt hier machen. Das Sondenkabel selbst ist halbstarr, somit kann ich mir die Sonde in die Position bringen, wie ich sie benötige. Der mitgelieferte Magnet kann vorne auf die Kamera aufgeschraubt werden, um zum Beispiel verloren gegangene Muttern, Schrauben oder sowas dann damit herauszuangeln.